So, hi Peace, herzlich willkommen. Mir geht's gut, ich hoffe, euch geht's auch gut. Wir spielen heute ein Spiel. Ich habe das mir runtergeladen, weil es sah auf den Bildern sehr vielversprechend aus. Also ich sage euch jetzt noch nicht, was ich davon halte. Ich will einfach mal, dass ihr eure eigene Meinung bildet. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Es heißt Mayday Emergency Landing. Was soll ich denn dazu sagen? Es ist ein so ähnlich wie ein Flugzeugsimulator. Du musst halt ein Flugzeug, was angeblich in Not ist, sicher landen. Das immer und immer wieder, ohne großen Szenarienwechsel. Okay, aber wie gesagt, macht euch mal eure eigene Meinung. Ich sage euch noch nicht, was ich von diesem Spiel halte. Ich werde auch nicht zwischendurch meine üblichen Kommentare geben wie, ey, das ist gut, das. Ich werde jetzt, upsala, ich werde jetzt einfach mal spielen und euch dann entscheiden lassen. Wir fangen hier mal an. Trainingsende. Surala. Notfall, Flugzeugversagen, Ziel, sicher landen, Flugzeug groß, Passagiere 205. Und Start. Und da beginnt es schon, das ist das Spiel. Upsala, jetzt wackel ich aber ganz schön hin und her. Ist nicht so gut. Na komm, komm, zieh hoch. Zieh hoch, Mensch. Überleg dich bitte. So, die Klappen haben wir geöffnet. Das Fahrwerk ausfahren. Fahrwerk hat versagt. Oh, das ist schlecht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich bedeutet, weil das war letztes Mal nicht so. Ich guck mal einfach mal, ich versuche mal einfach schön langsam zu landen. So, den Umkehrflug aktivieren. Bremse und Umkehrtaste zurückhalten, bis das Flugzeug vollkommen steht. Tja, Mission gescheitert. Warum? Abseits der Landebahn. Sie müssen innerhalb der Landebahnlichter bleiben. Okay, waren wir zu blöd. Suchen wir mal das andere. Mayday, schwere Turbulenzen. Also, Notfall, schwere Turbulenzen, Ziel sicher landen, Flugzeug Mittel, Passagiere 98. Also eher ein kleineres Flugzeug. Werden wir jetzt gucken, wie sich das verhält. So. Okay.